Gut, so, Aufnahme Teil 2 startet dann auch. Ich habe mir auch schon überlegt, ich werde es jetzt aufteilen in zwei Videos. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen einfacher, entspannter auch. Ja, willkommen zu Teil 2, CSS und Design. Da geht es jetzt so langsam los. Das wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr. Aber naja, wir müssen ja auch noch ein bisschen was schaffen. So haben wir auch ein bisschen was vor uns. So, und zwar als allererstes die Frage, die Überlegung nochmal grundlegend kurz rekapitulieren, warum sollte man vielleicht nochmal das Design denn vom Inhalt trennen? Ich habe quasi so drei Gründe dafür aufgeführt. Zum einen, ja, es gibt verschiedene Größen und verschiedene Arten von Geräten, bei denen man den Inhalt, der immer gleich ist, designtechnisch vielleicht ein bisschen anders aufbereiten sollte, weil jetzt irgendwie so drei Spalten nebeneinander klappt auf dem Laptop oder auf einem Desktop-PC ganz gut, aber auf dem Handy drei Spalten nebeneinander haben, das wird dann sehr, sehr unübersichtlich und dann schreibt man die Sachen vielleicht auf dem Handy lieber untereinander. Also das quasi einmal, es gibt verschiedene Größen, dann gibt es verschiedene Geräte wirklich, weil dieses ganze Responsive Design, das ist geräteunabhängig, das ist nur größenabhängig, aber es gibt dann zum Beispiel auch so einen Drucker noch und ja, das macht man immer noch, man druckt Webseiten aus, ich habe es gestern erst gemacht, ich habe mir ein Rezept ausgedruckt oder wenn man eine Seite als PDF speichert, dann druckt man das auf und es gibt eben auch die Option zu sagen, hey, dieses Style Sheet oder diese CSS-Regeln, die sollen nur gelten, wenn jemand das Medium Print benutzt und eben auch selbst, wenn man es als PDF-Datei printet, braucht man nicht die Werbeanzeigen, die rechts mit dran stehen. Man braucht keinen Slider ausgedruckt haben auf der PDF, wo man irgendwie durchwechseln könnte. Das bringt alles nichts. Oder man möchte vielleicht sagen, wenn man jetzt irgendwo im Text stehen hat, bitte klicken Sie hier. Und da ist dann ein Link hinter versteckt, den würde man ja auch nicht sehen beim Ausdruck. Und so kann man dann zum Beispiel per CSS auch sagen, okay, das Linkziel, die Linkadresse, die möchte ich beim Print im Text ausgegeben haben. Also solche Sachen kann und sollte man da auch mitmachen. Das gehört quasi bei uns auch immer mit zum Standardprotokoll. Bevor eine Website online geht, wird einmal geguckt, wie sieht das Ding aus, wenn ich das jetzt printe. Und dann, also das ist auch echt überschaubar, dann sind eigentlich nur, okay, das wird alles ausgeblendet und das geht auf 100% so ungefähr oder macht die Schrift ein bisschen größer. In der Regel benutzt man dann auch eine Serifenschrift, also Times New Roman oder was auch immer, statt Arial zum Beispiel, weil es halt auf dem Papier dann besser zu lesen ist. Und last but not least, es hilft auch ungemein bei der Pflege und Weiterentwicklung, wenn man den Kram direkt von vornherein trennt und da eben auch ein bisschen Struktur mit drin hat. So, ja, noch ein kleiner Input dazu. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, wir haben quasi eine Website mit 100 Unterseiten, mehr oder weniger, und die sollen alle das gleiche Design haben. Da hat man dann eben auch ein Hauptstyle-Sheet, was auf allen der 100 Seiten eingebunden ist. Und so kann ich, ne, wie bei Word quasi mit diesen Formatvorlagen, ich ändere einmal das Design der Überschriften und auf allen 100 Seiten ändert sich das Design dann eben auch mit. Und ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Der gleiche Inhalt, der gleiche Content bekommt ein anderes Design für andere Fälle, für andere Geräte oder eben andere Größen. Also summa summarum, es macht einem das ganze Leben einfacher, wenn man es aufteilt. Und für diese Geschichte mit gleicher Inhalt, anderes Design gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel, der sogenannte CSS Zen Garden. Der ist auch schon ein bisschen älter, aber ich habe mir da mal paar Beispiele rausgesucht, die gucken wir uns mal fix an. Die habe ich auch schon mal vorbereitet. Und dieser CSS Zen Garden ist quasi folgendes Prinzip. Das ist auch so ein ja, quasi Community-Projekt. Und es geht darum, dass alle den gleichen Inhalt benutzen. Also quasi hier lade dir das Beispiel HTML runter, lade dir das Beispiel CSS runter. Und übrigens das, was wir jetzt hier quasi sehen, this page sample CSS, das ist das, was ich vorhin sagte, das ist das Title. Attribut. So sieht das dann eben aus, wenn man das benutzt. Und alle benutzen eben hier Andrew, Dan und so weiter, die benutzen alle das gleiche HTML und packen dann aber ihren eigenen Style drauf. Also hier das Road to Enlightenment und warum sollte man das überhaupt machen? Man soll halt die Power von CSS zeigen und das ist das, was ich jetzt eben mal versucht zu machen. Also ich habe mir einfach mal ein paar aufgemacht. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Also gleiche HTML-Datei,
ganz andere CSS-Datei und der Autor hat halt gesagt, so, jetzt sieht das so aus, man kann ja auch irgendwelche Sachen animieren. Das wird auf jeden Fall gleich noch ein bisschen freakiger. Gucken wir uns das nächste Beispiel mal mit an. Jetzt sieht es mit einmal irgendwie ganz anders aus. Ob das jetzt schick ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber da hat man dann zum Beispiel Sachen, dass hier irgendwas fest irgendwie stehen bleibt. Also sieht nochmal ganz anders aus. Dann gibt es hier noch was. Da ist dann irgendwie mit ganz viel Typografie und noch ein bisschen, ja, ich bin so einer auf Designer, wurde hier irgendwie gemacht. Also wie gesagt, ist genau der gleiche Inhalt, nur eine andere CSS-Datei und wir haben mit einmal eine ganz andere Welt. Auch so Dark Mode zum Beispiel macht man auch mit einer zweiten CSS-Datei, die dann dazu geladen wird. Da gibt es hier noch was, das sieht dann eher aus, ja, ein bisschen oldschooler, wie so ein Print-Layout quasi, auch irgendwie ganz, ganz nett. Und wie gesagt, Participation, dieses Road to Enlightenment, ne, war, wie gesagt, genau der gleiche Inhalt eigentlich wie bei den anderen. Dann, genau, der ist richtig abgefreakt hier mit irgendwelchen CSS-Animationen. Also man kann mit HTML-CSS, kann man echt allen möglichen Scheiß anstellen. Es gibt Leute, die haben mit HTML, CSS und JavaScript haben die Doom nachprogrammiert im Browser so. Ja, warum auch nicht, wenn man nichts anderes zu tun hat. Und dann, ja, hier nochmal so ein anderes Beispiel. Und hier last but not least gibt jetzt noch ein bisschen mehr in die Designer-Ecke. Also da, ja, um das einmal gezeigt zu haben, geht so einiges nur ein anderer Style eingepackt. Alles andere inhaltlich genau das gleiche. So, da ist die PowerPoint wieder. Und ja, das hatte ich quasi ja schon anfangs mal erwähnt. Das ist auch noch so ein Grund, warum man das machen sollte. Es bietet einem damit dann eben auch die Option, so Hierarchien, Vererbung über die sogenannte Kaskade zu machen. Das ist jetzt gleich das nächste, wo wir ein bisschen mehr drauf eingehen, weil das auch, finde ich, untergegangen ist. Und dieses gestufte Gestaltungsbögen habe ich auch nur bei Wikipedia gefunden. Fand ich auch eine sehr interessante Geschichte, weil ja, was heißt Cascading Style Sheets überhaupt? Alle Leute benutzen es irgendwie. Aber ja, ich wusste es auch nicht, dass es gestufte Gestaltungsbögen heißt. Aber ja, das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Bevor wir uns die Kaskade näher anschauen, einmal auch ganz kurz die Syntax dazu. Das haben wir quasi auch schon hier bei den ersten Sachen gesehen. Achtet auch hier nach Möglichkeit auf diese Blockschreibweise, achtet auf so die Leerzeichen ein bisschen. Und die Syntax ist halt immer, man hat einen Selektor. Hier dann zum Beispiel die H1. Man kann auch mehrere Selektoren Komma getrennt voneinander dann auflisten. Dann gilt nämlich für alle Selektoren, die hier angegeben sind, gilt der gleiche Style-Block, der dann in diesen geschweiften Klammern drin steht. Und die Syntax ist quasi immer nur Eigenschaft, Doppelpunkt und dann der Wert. Die sind quasi auch vorgegeben. Gibt es auch riesen Dokumentationslisten, wo man sich die ganzen angucken kann. Am Ende mache ich nochmal so eine Liste mit den allerwichtigsten, die man am häufigsten benutzt. Und was man eben noch machen kann, ist, dass man diesen Selektor, da kann man dann quasi noch so einen Zustand mitgeben, da sagt man dann einfach Doppelpunkt und schreibt dann den Zustand dahinter, die sind auch quasi vorgegeben. Und so ein Klassiker wäre, dass ich jetzt zum Beispiel sage A, das ist dann das HTML-Tag, das ist dann der A-Selektor, der Tag-Selektor, wenn man so möchte. Und ich sage, alle meine A's sollen Color Red haben und Text Decoration Underline. Also wenn ich einen Link irgendwo habe, der ist rot und ist unterstrichen. Und dann könnte ich sagen, okay, A, Doppelpunkt, Hover. Also wenn man mit der Maus rüberfährt, dann soll die Farbe blau sein. Oder Text Decoration None, damit das Unterstrichene dann verschwindet, damit man sieht, oh, ich bin jetzt darüber gefahren und hier könnte etwas passieren. Also da lassen sich dann auch ganz einfach die Zustände für die jeweiligen Selektoren oder Elemente definieren. So, kommen wir zur Kaskade. Ich hatte es, stimmt, vorhin hatte ich es nicht erwähnt, aber ich benutze eigentlich Rot und so Rudeltiere hier am Ende, die eigentlich keine sind, auch eher selten. Aber wenn, dann sehr, sehr bewusst. Also wirklich, das ist elementar für die ganze Entwicklung, für das Debugging dann eben auch später. Und ja. Geht, finde ich, an der FH auch ein bisschen unter, deswegen reite ich da jetzt ein bisschen mehr drauf rum. Wir erinnern uns an mein tolles Design von vorher, das gucken wir uns jetzt dann mal ein bisschen näher an. Und zwar ja, bin ich ja quasi schon ein bisschen drauf eingegangen, gehen wir mal ganz konkret einmal mit drauf ein. Wie gesagt, Kaskade ist so ein Wasserfall,
nachdem irgendwie entschieden wird, welche CSS-Regeln gelten jetzt und wie kann ich irgendwie was überschreiben und so ein ganzes Tuddelarow, sage ich mal. Und hier haben wir zum Beispiel den Fall gehabt, dass die Schriftfarbe überschrieben wird. Die wurde einmal festgelegt für alle Elemente, also alle Überschriftenelemente, die sollen diesen Standardstil haben. Und das wird aber überschrieben durch eine, ja, nähere Spezifizierung, sage ich jetzt mal nicht, weil das eigentlich was anderes, aber es wird auf jeden Fall durch was überschrieben und sagt, jo, ich möchte die Standardfarbe überschreiben. Und wie es dazu kommt, gucken wir uns dann gleich noch im Detail an. Und auf der anderen Seite ist es quasi dann auch so, dass man hier rechts noch nur so eine andere Art der Hierarchie eben hat, dass man sagt, okay, alles, was inline ist, also alles, was in dem Style-Attribut drin steht, das sind sogenannte Inline-Styles, die gelten immer ganz oben. Das sind so in der Regel ist das die letzte Instanz, die dann irgendwie gilt. Die überschreibt dann nochmal alles. Da hat man aber, wie gesagt, eher selten was drinstehen. Und hier rechts sieht man eben die Hierarchie entsprechend von oben nach unten. Das ist das Wichtige, das zählt, das überschreibt das. Und in diesem Fall ist es eben so, dass hier die Zeile 57 die Zeile 49 überschreibt. Also hier ist es relativ simpel, das, was zuletzt kam, überschreibt das andere. Und wie gesagt, das kann man auch ganz gut im Browser mit den DevTools dann nachvollziehen und einfach mal ausprobieren und ja, ein bisschen reingucken. So, bevor es jetzt noch weitergeht, müssen wir uns ganz grundlegend vergewissern oder bewusst machen, dass es drei verschiedene Quellen für CSS gibt. Das ist in der Praxis dann später auch nicht wirklich relevant. Man muss es nur einmal wissen und dann quasi auch wissen, was das bedeutet. Und zwar gibt es auf der untersten Ebene quasi als allererstes gibt es einmal die Browser, die haben ein Stylesheet, die sagen quasi einfach, okay, ich bin Chrome und ich sage, eine H1 ist immer Schriftgröße 32. Und ich sage auch, alle H1 bis H6 sollen Farbe schwarz kriegen und Schriftart Times New Roman oder irgendwie sowas. Also der Browser muss natürlich irgendwie einen Standardstil vorgeben. Dann gibt es die Benutzer des Browsers, also in dem Fall, wenn einer von euch meine Seite aufruft, wenn jetzt Gerrit meine Seite zum Beispiel aufruft, dann könnte Gerrit noch einen eigenen Stylesheet haben, der seinen Browser überschreibt. Und Gerrit hat zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte, dass meine H1, nimm's mir nicht übel, ich kann nicht so gut gucken, ich möchte, dass meine H1 immer doppelt so groß sind. So, und dann könnte Gerrit in seinem Stylesheet sagen, okay, ich sage H1 Font Size 200 und dann ist halt jeder H1 doppelt so groß, egal wie groß der Browser das quasi vorgegeben hat. Ne? 32 wird dann zum Beispiel 64. Und dann die allerletzte Instanz, das sind wir, die Autoren, oder in dem Fall ich, habe vorgegeben, meine H1 soll, keine Ahnung, 46 Pixel haben oder was auch immer. Und damit kann ich dann eben den User überschreiben und ich kann den Standardstil vom Browser überschreiben. Und ja, das muss man eben einfach nur mal kurz wissen, kurz gehört haben. Und jetzt gucken wir uns grundlegend mal an, wie diese Kaskade überhaupt funktioniert. Es ist quasi eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Es dauert auch irgendwie eine gewisse Weile, bis man das so verinnerlicht hat, aber das kriegt man halt durch das Ausprobieren im Browser dann gut raus. Und ja, es gibt quasi, wie man das vorhin gesehen hat, immer mal Konflikte zwischen irgendwelchen Style-Angaben. Also wir hatten ja zum Beispiel die Angabe hier, dass dieser Style-Block überschrieben wird von dem hier. Das ist quasi ein Konflikt. Und in dem Fall wurde das dadurch gelöst, dass diese Style-Angabe, die 57, steht hinter der 49. So, das ist quasi eine der Sachen, die dann dabei rauskommen kann. Das gucken wir uns jetzt gleich mal näher an. Weil das ist das mit dieser Reihenfolge, was als letztes geschrieben wird, das ist die allerletzte Instanz. Vorher prüft er noch andere Sachen. Und zwar als erstes prüft er, ist das eine wichtiger als das andere? Man kann quasi explizit sagen, jo, diese Anweisung ist wichtig. So, wenn es auf dem Level keine Konflikte gibt, dann guckt er sich an, okay, woher kommt das? Kommt das von dem Browser? Kommt das von dem User? Kommt das von dem Autor der Website? Und da ist es dann quasi, wenn der Browser sagt,
ja, 32 Schriftgröße soll die H1 bekommen und der Autor aber sagt, nö, ich will 48, dann wird es auch 48 sein. Dann gibt es die Selektorspezifität, was danach dann eben geprüft wird. Dabei gilt so ein bisschen die Prämisse, je genauer etwas ist, desto eher gilt das. Das gucken wir uns nachher auch noch näher an. Und das haben wir ja quasi schon gesehen. Als allerletztes wird geguckt, wer hat das zuletzt geschrieben, und das gilt dann quasi so. Ja, das so ein bisschen als Vorgeplänkerle dazu. Gucken wir uns jetzt die erste Stufe mal an, diese Wichtigkeit mit dem Important Keyword. Und dazu habe ich auch ein kleines Codebeispiel mitgebracht. Wichtig hierbei ist, bitte nur im Ausnahmefall benutzen. Man braucht es nämlich eigentlich gar nicht. Also wer die Kaskade clever benutzt und das verstanden hat, der kann alles über die nächsten Levels, über die Selektoren, über die Reihenfolge machen, das, was gleich dann kommt. Und man kann auf diese ganze Important-Sache verzichten. So, weil dieses Important funktioniert quasi so, wenn man sich das vorstellt, das ist eine CSS-Datei zum Beispiel, und vorhin haben wir es ja gesehen, das, was zuletzt kommt, gilt so. Und wenn ich das aber verhindern möchte, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich auch sagen, okay, obwohl etwas an vorderer Stelle irgendwie kam und eigentlich überschrieben wird von der letzten Anweisung, kann ich aber sagen, nee, das ist wichtiger, also zählt diese Geschichte so. In der Regel sollte es da aber nie einen Konflikt geben. Wie gesagt, sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Wenn es auf dieser Ebene keinen Konflikt gibt, weil alle Selektoren Important benutzen oder eben nicht Important benutzen, dann guckt der Browser eben als nächstes, okay, ihr seid beide nicht Important, ich kann diesen Konflikt so nicht lösen, jetzt muss ich mal gucken, okay, wo kommt das denn her? So, kommt es vom Browser, der hat wie gesagt diese 32 zum Beispiel vorgegeben, kommt das vom User, dann wird es nämlich überschrieben, ne? Der User sagt eben, ne, ich will alles, also hier wurde es dann quasi gesagt, Gerrit will nicht nur die Überschriften in 200 in doppelter Größe haben, sondern er will alles in doppelter Größe haben. Hat er vielleicht so in seinem Browser eingestellt. Und ja, kleine Anekdote, kleiner Ausflug dazu. Vielleicht habt ihr sowas mal gesehen. Damit, das soll angeblich für Barrierefreiheit sein, damit die Leute, die nicht so gut gucken können, ihre den Text vergrößern können. Die Icons sind meistens klitzeklein und in der Regel sucht, also jemand, der nicht so gut gucken kann, der wird diese Icons wahrscheinlich nicht suchen. Der wird eher den Weg gehen, ich mache alles 200%, ich mache alles doppelt so groß. Deswegen ist das eigentlich nur eine Spielerei, die keine Sau eigentlich braucht. Aber Kunden wollen es manchmal trotzdem haben. Also nach Möglichkeit das vergessen. Und was wir eigentlich machen wollen, ist eben sagen, okay, ich als Autor habe das letzte Wort, ich überschreibe den Browser, ich überschreibe auch den Nutzer und ich sage jetzt, meine Schriftgröße soll 48 Pixel sein. Das bitte nach Möglichkeit nicht machen, bitte nicht festtackern, aus, wie gesagt, diversen Gründen für die Nutzer und eben auch für die verschiedenen Geräte. Versucht das lieber relativ und eben flexibel zu halten. Also man kann dann eben entweder mit Prozent arbeiten oder mit den EM. Das wäre auch so eine Option, dass man sich die Sachen dann berechnet. Weil zum Beispiel alle Browser, da sind sie sich zum Beispiel einig, alle Browser haben standardmäßig Schriftgröße 16. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass mein Body oder meine Standardschriftgröße soll nicht 16 sein, das ist mir zu groß, ich möchte es 12 haben. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, mein Body hat Schriftgröße 75% und dann rechnet man da bisschen die Sachen hoch. Ja, ist ein kleiner Zusatzaufwand, aber die Nutzer, und für die macht man es ja eben, die haben dann eben mehr davon. Also wie gesagt, das dann bitte nicht machen, nicht festtackern. Und das gilt natürlich nicht nur für Schriftgrößen, sondern auch für Abstände, für Breiten, für Höhen, das nach möglichst alles flexibel und relativ halten. Ja, dann kleiner Ausflug noch so dazu. Es gibt etwas, was man oft macht, was eigentlich jede Website macht, was jedes Framework macht, dass man so eine Reset-CSS einbindet oder ein Reboot-Style, schimpft sich das dann oft, dass man eben einmal sagt, okay,
alle Elemente, die ich hier habe, die definiere ich jetzt einmal vor, damit ich eben eine Basis habe und es sieht in jedem dieser komischen Gestalten, sieht das Ding dann gleich aus, weil der Firefox hat vielleicht, wie gesagt, 16 Pixel gesagt, 32 Pixel gesagt und der Chrome hat vielleicht gesagt 38 und so setzt man zumindest die Stile einmal fest und sorgt dafür, dass das alles gleich aussieht. Ja, so eine Reset-CSS kann dann so zum Beispiel aussehen, wenn wir nur mal kurz gehört haben, da hat Erik Meyer so ein Ding gebaut, das quasi dafür sorgt, dass die Stile alle einmal zurückgesetzt werden, dass alle keinen Standardstil haben und dann kann man seine eigenen Stile für festlegen. Muss man nur einmal kurz wissen, nur mal gehört haben, muss man sich nicht selbst die Mühe machen, das haben andere Leute schon getan. So, kommen wir zurück zur Kaskade. Wir hatten vorhin Stufe 1, guck, ob important gesetzt ist. In der Regel nicht, weil wir benutzen ja die Kaskade, wir setzen kein important. Dann haben wir festgestellt, okay, es wird geguckt, wer hat das Stylesheet oder die Regel bereitgestellt. Das ist in der Regel dann immer der Autor, weil wir überschreiben ja alles mit unserer Reset-CSS, also wissen wir quasi schon, okay, wir sind eigentlich immer mit unseren Stilen auf dem höchsten Level. Und da geht es dann nämlich jetzt als nächstes darum, dass man über die Selektor-Spezifität seine Styles setzt. Und hier gilt so ein bisschen die Prämisse, je genauer etwas definiert ist, desto besser ist das, also desto höherwertiger ist das, desto eher wird der Stil angewandt. Das lässt sich sogar berechnen, habe ich jetzt festgestellt, durch eine ganz einfache Addition, hat W3 Schools vorgeschlagen, fand ich eigentlich eine ganz, ganz nette Sache. Gucken wir uns gleich mal näher an. Und was diese je genauer, desto besser Regel quasi auch sonst sagen könnte, ist, dass lokale Definitionen, die ein bisschen spezifischer sind, die überwiegen immer eine globale Definition. Also wenn ich sage, global, alle Links sollen rot sein, dann sind die erstmal alle rot. Und wenn ich dann aber sage, okay, in der Navigation sollen alle Links blau sein, dann ist das spezifischer, das ist lokaler und dann wird quasi dieser Stil angewandt, weil es ja, spezifischer und lokaler ist und das überwiegt das Globale dann. Also gucken wir kurz, wie W3 Schools das berechnet. Und zwar ein Inline-Style, den wir ja vermeiden wollen, der bekommt quasi immer, weil der direkt auf dem Tag angewandt wird, ne, das ist keine richtige Syntax, aber stellt euch vor, hier steht jetzt H1 irgendwie vor, dann bekommt dieser Stil das CSS, was hier so drin steht, hatten wir vorhin ja schon kurz gesehen, Color Doppelpunkt Red, dann bekommt das den Wert 1000. So. Und die nächste Stufe dazu ist dann eine ID. Also wenn man im HTML gesagt hat, ID Header, dann kann man im CSS sagen, Raute Header und so spricht man die Sachen dann entsprechend an. Dieser Block würde dann zum Beispiel die 100 bekommen. Und dann die nächste Stufe ist die Klasse oder eine Klasse mit einem Attribut. Die bekommt dann die 10. Eine Klasse spricht man immer mit einem Punkt an. Man kann die dann auch kombinieren. Man könnte zum Beispiel, um dieses Teaser-Element zu benutzen, könnte man sagen Punkt Teaser, Punkt Teaser minus Highlight. Und dann gilt das für alle Elemente, die Klasse Teaser haben und die Klasse Teaser Highlight haben. Das wäre noch so ein Beispiel. Und ganz unten ist dann die ganz einfache globale Definition, die wirklich nur für das Tag gilt, ganz, ganz allgemein gehalten, ganz global gehalten und das ist dann hier eben das Beispiel, das kriegt dann eben nur den Wert 1 und so kann man dann quasi die Spezifität berechnen, um das Beispiel mit dem A zu nehmen, hier, das wäre dann die 1, wobei das gucken wir uns, genau, muss man sich im Browser angucken, ich habe extra hier eine Folie dafür gebaut, genau, jetzt greife ich da schon vor, also gucken wir uns das mal kurz an, was das mit diesen Zahlen global und lokal heißt, also hier habe ich im Browser einmal diesen Link quasi untersucht, dieses A und jetzt gucken wir uns die Kaskade dazu mal an, hier ist eben das User Agent Stylesheet, da steht einfach nur drin, jo, jedes A soll irgendwie so eine Standardfarbe haben von dem WebKit-Browser, also ein Chrome. Darunter steht irgendwie WebKit, nur mal, dass man das gehört hat. Es gibt quasi WebKit und Gecko, glaube ich. Gecko ist Firefox, WebKit ist Chrome und Safari. Irgendwie, wenn man das kurz gehört hat, ist eigentlich total unwichtig. Also, hier ist das A vom User-Style-Sheet. Dann habe ich das einmal überschrieben mit dem globalen A, also alle meine Links sollen standardmäßig dieses Pink haben. Das ist dann eben diese Wertigkeit 1, also hier bekommt er dann
einfach nur das globale A kriegt die 1. Und hier oben aber habe ich dann näher spezifiziert, okay, im Menü soll ein Link, ne, das A soll nicht pink sein, sondern soll dieses Grau kriegen. Und wenn man sich das jetzt mal so zusammenaddiert, weil das ist gesamt, also das gesamte Ding ist quasi ein Selektor, wenn man so möchte, oder ein Selektor, Pärchen, eine Anweisung. Wenn man das jetzt alles mal zusammenaddiert, dann hat man hier auch wieder die 1. Dann haben wir hier noch ein Element, dann sind wir schon bei 2. Dann sind wir mit noch einem Element sind wir bei 3. Und jetzt haben wir noch eine ID dazu, dann sind wir bei 100. Also haben wir 103 und 103 ist definitiv höher als 1 und deswegen gilt dieser Block. So ungefähr. Wie gesagt, ich kannte das mit dieser Berechnung auch noch nicht, aber ist vielleicht ja ganz, ganz hilfreich. So, und was man praktisch in der Praxis dann halt immer so ein bisschen überlegen muss, okay, will ich jetzt wirklich einen globalen Stil erstmal definieren? So fängt man quasi dann an. Ich definiere erstmal, wie es allgemein umfassend ist und dann gehe ich näher in die Spezifität weiter rein für meine einzelnen Bereiche. Ja, ist auch wieder ganz viel Erfahrungssache. So, genau, bei den Selektoren hatte ich es ja quasi schon gesagt, es gibt eine Vielzahl von Selektoren, um eben diese Abhängigkeiten zu schaffen. Am Ende gibt es dann auch noch eine Liste mit den gängigsten. Die muss man mal so ein bisschen kennen, einfach nur oder zumindest mal gehört haben. Oder manchmal fragt man sich ja, oh, gibt es vielleicht einen Selektor dafür? Könnte ich das vielleicht irgendwie so machen? Und dann schlägt man die Dinger halt nach. Also ich bin auch echt froh, dass ich jetzt meinen vierten Bildschirm habe, weil da kann ich dann Google noch immer parallel aufhaben, weil hast immer irgendwie was du nachschlägst und dann eben guckst, okay, wie war das genau? Wie kann ich das anwenden? Und ja, das sieht dann zum Beispiel so aus. So ist dann so ein Navigationsbaum quasi, dass man eben einmal gesagt hat, okay, standardmäßig sollen die Links so aussehen, wenn man drüber hovert, sollen die so aussehen und wenn man dann eben das fokussiert hat, also reingetappt ist oder das Ding aktiv angeklickt hat, dann soll das halt so aussehen. Und einen der Sonderselektoren, diesen Pfeil da, den habe ich mal hier mit aufgenommen. Das macht nämlich einen großen Unterschied quasi. Wenn wir diesen Block uns einfach nur angucken, dann gilt das quasi für alle Links, die in einem Listenelement stehen, die in einem UL drin stehen, also in einer ungeordneten Liste und die müssen in dem Bereich nav Main drin stehen. Dafür gilt dann der Link und eigentlich müsste ich hier noch ein so ein Pfeil quasi, ein so ein größer als Zeichen reinpacken, weil das würde dann das hier überschreiben. Das würde für alle A's in einer Liste gelten. Also ob ich jetzt in der ersten Liste bin oder schon im zweiten Level im Inhalt des Dropdowns quasi, können wir mal gucken uns das mal ganz schnell hier an, was ich damit meine. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Also das ist hier. Das ist, wie gesagt, hier geht das Ding los. Hier ist meine Nav Main. Hier kommt die erste Liste. Das ist der erste Eintrag. Da steht wirklich nur das HTML dann mit drin. Ich mache es nochmal einen Tick größer hier. Da ist wirklich nur ein Element drin. Und hier haben wir dann das Listenelement. Da steht dann auch der Text mit drin, damit man das Ding anklicken kann. Aber das zweite Level steht da eben auch mit drin. Also wir haben hier dann eben so eine verschachtelte Liste. Und wenn ich jetzt eben das Ding so geschrieben hätte, dass das dann irgendwie so heißt, dann würde dieser Stil eben nur auf Listen wirken, die direkt im ersten Level drin stehen. Also die müssen direkt nach dem Nav Main kommen. Das würde sogar, das stimmt, das wird gar nicht funktionieren, weil nach dem Nav Main kommt hier ein Container und dann kommt erst das UL. Also eigentlich müsste ich das dann so schreiben, damit das dann irgendwie auch wieder wirken kann. Und jetzt sieht man zum Beispiel auch, ne, das war erst so ein bisschen ausgegraut und jetzt ist es aber dann angewandt. Also ja, damit kann man das, also dieser Pfeil heißt zum Beispiel, das muss direkt dahinter stehen und es reicht nicht, dass es irgendwann da drin steht, also dass irgendwann eine Liste kommt in diesem Nav Main, sondern es muss direkt danach kommen oder es muss direkt danach der Container kommen. Das ist, wie gesagt, schon ein bisschen sehr hoch, aber ist quasi dann schon einmal erwähnt, hat man schon mal gehört und weiß, ist nicht ganz ohne. So,
Kommen wir zum allerletzten Part. Das ist dann eben die Reihenfolge. Das gilt, wie gesagt, nur wenn alle anderen Levels der Kaskade gleich sind. Also ich habe kein Important. Es ist alles aus meiner CSS-Datei. Ich habe genau die gleichen Selektoren benutzt. Der eine ist nicht spezifischer als der andere und dann zählt wirklich, wer zuletzt was geschrieben hat. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, das haben wir ganz am Anfang. Es gibt kein Important, es ist alles in der gleichen Datei, die Selektoren sind gleich und das letzte, das zählt dann eben auch einfach. Und ja, das muss nicht nur innerhalb einer Datei gelten, das gilt dann zum Beispiel auch. Jetzt habe ich hier wieder so ein kleines HTML-Dokument mal reingeschmissen. Das zählt eben auch, was importierte oder eben auch verlinkte Dateien angeht. Also hier habe ich zwei Dateien eingebunden und das ist quasi auch so die Konvention, dass man immer erst das Framework einbindet, also das, was jemand anders schon mal vorgebaut hat. So Bootstrap ist zum Beispiel so ein Framework, das gibt einem schon ganz viele Standardstile einfach mit denen man dann eben arbeiten kann. Und wenn ich davon was überschreiben möchte, dann fusche ich nicht in deren Datei rum und überschreibe da was, weil wenn ein Update kommt, dann sind die ganzen eigenen Änderungen weg, sondern alles, was ich jetzt dazu mache, was ich ergänzen möchte, das packe ich einfach in eine Datei dahinter. Und dadurch, dass es danach kommt, kann ich genau die gleichen Selektoren benutzen. Ich brauche kein Important und so ein Kram und kann eben einfach das dann überschreiben. Man könnte es natürlich auch machen, dass ich sage, okay, ich binde erst meins ein, weil ich bin wichtig und ich komme immer an erster Stelle und danach kommt das Framework, das wird natürlich gehen, aber wenn ich die gleichen Selektoren dann benutze, dann würde das Framework mich immer überschreiben und dann könnte ich natürlich bei meinen Anweisungen immer noch Importen dahinter schreiben, aber warum soll ich immer noch Importen dahinter schreiben oder warum soll ich meinen Selektor irgendwie spezifischer machen? Ich kann ja auch einfach das Ding danach einbinden und benutze genau die gleichen Selektoren, die der auch benutzt hat und kann eigentlich seinen Block kopieren. Pack's bei mir rein, ändere die eine Eigenschaft und dann habe ich das quasi überschrieben, einfach nur dadurch, dass es als letztes kommt. Ja, das, wie gesagt, so die Kaskade im Schnelldurchlauf. Gucken uns einmal Vererbung kurz an. Hier einmal ein kleines Beispiel, hier habe ich so ein bisschen CSS oben eingebunden. Man kann nämlich CSS nicht nur durch eine Textdatei quasi einbinden, sondern kann es theoretisch auch direkt oben ins HTML reinschreiben. Macht man auch eher selten, aber fürs Beispiel kann man das ganz, ganz gut machen. Und hier habe ich zum Beispiel gesagt, in der ID Content Size soll die Font Size auf 12 Pixel stehen. Und wenn wir uns das HTML dazu angucken, dann haben wir hier die Content Size, da ist ein P drin und hier ist noch so ein P drin, was in einem Teaser drin steht. Und diese Font Size 12 Pixel, die würde standardmäßig darauf gelten und darauf, weil es einfach durchgeerbt wird. So, und ich könnte jetzt aber eben auch sagen, okay, ich möchte das Ding noch überschreiben. Ich möchte jetzt für dieses P die Schriftgröße ändern und dann ja, würde das eben auch passieren. So, das würde er dann eben einfach mitnehmen. Und ja, das ist quasi noch das dazu. Jetzt könnte man, ich habe hier Pause mit Ausrufezeichen geschrieben, weil ich dachte, jetzt ist vielleicht schon Mittagspause, aber wir können jetzt noch eine machen. Wir können etwas längere sonst auch schon irgendwie machen. Ich weiß nicht, vielleicht sonst noch mal irgendwie 10 Minuten, weil das nächste wird auch relativ sportlich, wenn es ums Layouting geht. Also ist vielleicht ganz gut, wenn wir das erstmal kurz sacken lassen, oder wie ist so eure Stimmungslage gerade? Ja, mach mal 10. Ich könnte nur einen Kaffee gebrauchen. Ja, alles klar. Sehr gut. Dann sehen wir uns um Viertel nach wieder.